Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch alle Challenge-Lösungen der Woche 2 in Season 2 zeigen. Die Challenges sind zwar nicht schwierig, trotzdem werde ich euch, falls ihr irgendwo Hilfe braucht, natürlich alle einzelnen Aufgaben bzw. alle einzelnen Herausforderungen erklären und euch die Orte zeigen. Wenn euch diese Videos gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten Challenge. Und zwar ist die erste Challenge, finde Shadow Safe Houses. Die Shadow Safe Houses sind ganz einfach diese ganzen, also das Alpha Shadow House, Beta Shadow House, Charlie Shadow House, Delta und Echo Shadow House. Das sind Orte, die eben halt immer so einen Keller drin haben, wie zum Beispiel hier die Tankstelle neben Frenzy Farm. Ich kann da unten jetzt leider nicht reingehen, weil ich im Kampflabor bin. Geht eben halt nur in normalen Runden, ist aber so für mich leichter, das Ganze zu erklären. Die verschiedenen Häuser findet ihr einmal hier oben. Das ist Charlie. Hier unten ist Beta. Dann ist da unten das Delta Shadow House. Und dort südlich von Sweaty Sands ist das Echo Shadow House. Und das Alpha Shadow House weiß ich gerade gar nicht genau. Ich glaube, das müsste das in Pleasant Park sein, unten. Um da reinzukommen, weiß ich auf jeden Fall. Also ist hier auf jeden Fall ein Sweaty Sands, dass ihr hier unten die Toilette benutzen müsst, die hier an der Wand steht. Ich glaube, bei Echo müsst ihr nicht rein, bei Charlie auch nicht, da auch nicht. Und bei Pleasant Park gibt es, glaube ich, auch irgendeine Toilette oder einen Geheimgang, womit ihr runter könnt. Dann müsst ihr als nächstes euch in diesen Secret Passages, also wenn zum Beispiel hier dann runter geht in die Toilette, das sind diese Geheimwege, dort müsst ihr euch einfach in verschiedenen Runden, insgesamt in drei verschiedenen Runden einmal drin verstecken. Dann müsst ihr Gegner eliminieren mit einer Shotgun. Das sollte easy sein. Eine Shotgun hat man nun mal jede Runde. Und irgendwann wird man dann eine Kill auch damit machen. Dann müsst ihr als nächstes einen genockten Gegner. Das heißt, ihr könnt nicht euren Mitspieler einfach nehmen, sondern einen genockten Gegner tatsächlich. Das heißt, irgendwie Duos oder Teams müsst ihr dafür spielen. Müsst ihr 50 Meter weit tragen, macht euch am besten dafür einfach eine Markierung und lauft dahin. Sollte also auch relativ easy sein. Nur solltet ihr eben halt aufpassen, dass euch die Gegner nicht abschießen. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das 50 Meter am Stück sein müssen oder ob es 50 Meter am Generellen sein müssen. Dann müsst ihr Damage von unten, also während ihr unter einem anderen Gegner seid, müsst ihr Damage dem Gegner hinzufügen. Das heißt, selbst wenn er hier auf der Treppe steht und ihr so schießt, zählt das schon, oder wenn er irgendwo im Early Fight so rumspringt und der Gegner dann eben auch mal über euch ist, dann zählt das schon. Es reicht ein Millimeter, wenn er eben halt höher ist, und es zählt schon. 250 Damage sollten da auch gut möglich sein. Dann müsst ihr als nächstes Chests öffnen, also Kisten mit diesem ID-Scanner. Die ganzen Kisten findet man bei der Yacht, bei der Agency, bei Rick, Shark und Grotto. Und natürlich bei allen Shadow Houses, meistens so bei den Shadow Houses, glaube ich, immer eine Kiste. Und bei den benannten neuen Orten müssten es so drei Kisten irgendwie sein. Insgesamt müsst ihr auch davon drei Kisten öffnen, sollte also auch gut möglich sein. Dann müsst ihr genockte Henchmans die Shakedown machen, das heißt, dass ihr die im Prinzip untersucht. Ich weiß nicht, ob dazu auch die Gegner hier bei den Shadow Houses zählen oder ob die Henchmen tatsächlich nur bei den großen Orten gehen. Ihr seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn ihr irgendwo zu den neuen benannten Orten geht, dort einfach einen Gegner bzw. so einen Henchman nehmen und dann mit dem interagieren. Dann habt ihr die Challenge auch schon. Davon müsst ihr allerdings insgesamt drei machen, geht aber auch relativ schnell. Dann müsst ihr noch in Weeping Woods oder Craggy Cliffs, das heißt einmal entweder da oben oder hier in Weeping Woods irgendwo, Gegner killen. Dann müsst ihr noch Damage mit Shotguns hinzufügen, und zwar zu Gegnern, die in der Luft sind. Das heißt, ihr könnt nicht einfach Gegner nehmen, die irgendwo auf dem Boden sind. Könnte etwas schwieriger sein. Ich glaube, es zählt aber auch, wenn die springen. Macht man, glaube ich, mit der Shotgun noch am meisten, aber könnte eine etwas schwierigere Challenge sein.
Vor allem, weil ihr dafür 200 Damage braucht. Das heißt, eigentlich unmöglich, das mit einem Shot zu machen, da wenn die Gegner in der Luft sind und die ihr immer nicht direkt vor denen steht, auch keine 200er Headshots machen könnt. Als letztes müsst ihr dann nur noch 500 Holz, 300 Metall und 400 Stein farmen. Sollte auch in der Arena-Runde locker möglich sein. Das waren dann alle Challenges für diese Woche. Für jede Challenge gibt 40.000 EP, das heißt 2 Challenges pro Level. Sollte entspannt möglich sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.